Evie Fry ist eine der neuen Hauptprotagonistinnen in Assassin's Creed Syndicate, also die einzigste Hauptprotagonistin, aber ein von zwei Hauptcharakteren. Die ist jetzt gerade hinter mir zu sehen auf dem Artwork. Mit ihr konnte ich ein klein wenig in London herumkraxeln, in meinem kleinen abgesteckten Missionsgebiet, ähnlich wie man es vom letztjährigen Unity kennt, wo man eine Aufgabe bekommt und so drei Möglichkeiten an der Zahl hat, die man nutzen kann, um das Ziel dann zu erreichen, was man dort bekommt, ob es jetzt eher schleichend ist oder eher auf die Haut drauf mit Tode, je nachdem, wie man das dann diesbezüglich dann mag. Und wenig überraschend spielt es sich eigentlich haargenau wie Unity aus dem letzten Jahr. Ist die gleiche Engine von einem anderen Entwicklerstudio, also ein anderes Team von Ubisoft aus der selbst. Also man sagt zumindest, dass das Gebiet aus der größer sein soll wie in jedem Assassin's Creed bisher, aber das sagen sie auch irgendwie jedes Jahr. Es ist natürlich jetzt nicht schlecht, man hat die Formel, die funktioniert. Die Fans mögen das Ganze und auch wenn ich jedes Jahr immer wieder sage, okay, es ist vielleicht jetzt an der Zeit, mal ein bisschen Pause zu haben, spiele ich dann doch lieber immer wieder gerne das neue Assassin's Creed, was dann jedes Jahr noch wieder erscheint. Eine kleine Neuerung, es ist schon eine größere Neuerung, die es dabei gibt, und zwar gibt es eine Art Enterhaken, den man dazu bekommt, wie man es auch so ein bisschen von Just Cause 3 kennt. Und dort kann man sich dann an entsprechenden Häuserwänden hochkraxeln, also gerade auch an Vorsprüngen, um dann sich den Weg dann schnell nach oben zu bahnen, ohne jetzt direkt fest fixierte Stellen dort zu nutzen. Ich bin noch ein bisschen gespannt, also es war schon sehr hilfreich, ob das nicht das Ganze vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, aber das muss man dann im Endeffekt dann auch sehen. Also im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, wer Assassin's Creed mag, der wird auch mit Syndicate sicherlich wieder seinen Spaß haben. Wer die Schnauze voll hat, der wird auch mit Syndicate jetzt kein Allheilmittel dort bekommen, was jetzt das komplett alles umkrempelt. Vielleicht ist es aber doch nicht schlecht, wenn Ubisoft da vielleicht mal ein klein wenig Pause macht. Schade würde ich es jetzt sicherlich nicht finden. Ansonsten freut euch auf November. Ich glaube, November ist es, wenn das Spiel dann auch soweit erscheint. Bis dahin, ich gehe wieder ab ins Funkhaus. Ich bin der Chris. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und tschüss. Ob man jetzt dann eher ein bisschen schleichend vorangeht oder dann eher die Haut-drauf-Methode dann vorzieht. Das Ganze ist in dem Falle... Wir sind in der Kamera. Gamescom 2015. TV, beste super. Gamescom ever. Beste TV, ja. Gaming, GF. GF. Entschuldigung. Beste. ich fange nochmal von neu an. Das fand ich jetzt irgendwie, war ich ein bisschen irritiert. Ich fange nochmal von neu an.